Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arivea, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat März auf dich zu, und das schauen wir an bei dieser Legung. Die ersten Karten haben immer eine große Bedeutung, oft beschreibt sogar die Monatsthemen. Die allererste Karte ist der Park. Natürlich kann das ein Park bedeuten oder die Natur, raus in die Natur. Aber Park bedeutet auch die Öffentlichkeit oder ein öffentliches Ort wie Gastronomie zum Beispiel. Neben diesem Park sind die Störchen und sie symbolisieren Veränderungen. Ich würde sagen, dich belastet diese Einschränkung, dass wir nicht rausgehen können, dass die Gastronomie zu ist und du wünschst eine Veränderung, dass wieder lebendig wird alles und das, was dich zurzeit auch beschäftigt. Aber nicht nur das, sondern erscheint auch das Herz. Und das ist eine Herzensangelegenheit. Und neben dieser Karte, die Sternenhimmel zeigt, es ist im Sternen geschrieben, es ist kein Zufall. Und du schaust genau in diese Richtung und stehst kurz vor dieser Kreuzung. Nicht nur diese Karte zeigt das an, die Wege, sondern auch das Kreuz. Oberhalb von dir im Kopfbereich, was auch deinen Gedanken bedeutet. Schicksalswegen haben sich gekreuzt. Und das hat einen Einfluss auf dein Liebesleben, das hat einen Einfluss auf deine Zukunft. Hinter dir erscheint der Anker und das hat zwei Bedeutungen. Du fühlst dich hier verankert, verwurzelt, du bist angekommen in die Liebe. Anker symbolisiert aber auch Beruf, Berufung. Du zeigst hier Rücken. Entweder möchtest du dich verabschieden von dieser Arbeit oder es passiert etwas im beruflichen Umfeld, was noch nicht sichtbar ist. Und was ist das? Die Fische zeigen die Finanzen und es wird eine Verbesserung sein. Und die Fische stehen mit diesem Brief in Verbindung. Es kann ein Dokument sein oder ein Vertrag, wie zum Beispiel ein Arbeitsvertrag. Aber im Hintergrund sind Karten, was die Falschheit symbolisiert. Das ist der Fuchs. Die Unklarheiten, das ist der Wolke. Dann die Schlange ist eine Frau. Und das Buch, das sind auch noch Geheimnisse. Also hinter deinen Rücken passierte das alles. Aber das beschreibt nicht die Gegenwart, sondern das beschreibt die Vergangenheit. Der Baum symbolisiert Monat September oder Herbst. Also Herbst letztes Jahres warst du in dieser Situation. Aber du schaust in eine neue Richtung. Und du kannst das abschließen. Du triffst auch wichtige Entscheidungen. Du bist in dieser Kreuzung und orientierst du dich neu. Und vor dir ist die Lilien, zeigt, es klärt sich etwas auf. Du musst damit nicht mehr beschäftigen. Das wurde entfernt. Der Sarg beendet diese Leid. Aber wir betrachten jetzt deinen Herzensmann. Er erscheint unten, in der unteren Reihe des Kartenbildes. Das, was bei dir schon Vergangenheit ist,
Bei ihm wird die Zukunft sein, weil bei ihm liegen auch Falschheiten, Intrigen und Lügen und Unklarheiten und sogar Streitigkeiten direkt neben ihm. Diese Route bedeutet dieser Stress. Aber er wird auch Glück haben, weil die Mäuse entfernen das. Dort, wo die Mäuse sind, die fressen alles weg und dann ist das nicht mehr da. Und im Kartenlegen bedeutet dann, die entfernen das. Und das sind unangenehme Dinge. Also das bringt ihm dann Glück. Nicht nur die Mäuse zeigen das, sondern auch die Sense. Er wird von einiges trennen. Das sind Erinnerungen oder eine bestimmte Situation oder falsche Freunde. Und das Kind zeigt, bei ihm kommt auch ein Neuanfang. Bei ihm verbessert sich die Lage. Das dauert aber bis April, Mai, bis das soweit ist. Aber er räumt auf. Was gibt ihm Kraft? Du gibst ihm Kraft, weil er ist mit dir verbunden, so quer verbunden. Er ist unten. Dann kommt das Bär und das bedeutet Stärke und Kraft. Dann kommst du und dann die Lilien. Und die Lilien heißt die Reinheit, die Sauberkeit und Unschuld, aber auch die Intimität. Und er hat diese Gedanken. Er hat erotische Gedanken bezüglich auf dich. Was deine Wohnsituation betrifft, unten ist das Haus, das bedeutet dein Zuhause oder die familiäre Verbindung. Das Ring heißt etwas Wiederkehrendes oder die Verbindungen zeigt das an. Neben dem Haus, der Mond, bedeutet, du empfängst das alles und das ist schön und angenehm. Da ist die Glücksklee und die Liebe und das bringt dir Glück, das kommt ins Haus. Dann die Blumenstrauß kann bedeuten deine Schönheit oder du verschönerst etwas zu Hause, aber bedeutet auch eine angenehme Überraschung oder ein Geschenk. Und die Gespräche kommen auch, die Vögel zeigen die Kommunikation und damit hast du auch Glück. Da ist der Sternenhimmel, da ist das Herz, die Glücksklee, die Blumenstrauß, dieser Ring. Also etwas Schönes erwartet auf dich. Die Glücksklee bedeutet Monat April und die Blumenstrauß Monat Mai. Das kann sein, dass dieses Ereignis konkret etwas später kommt, Monat April und Mai, aber er plant jetzt schon. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat März. Du wünschst eine Veränderung. Du stehst bei diesem Schicksalsweg, bei dieser Kreuzung und möchtest klare Entscheidungen oder möchtest etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Es kommt ein Brief auf dich zu und damit klärt sich auch etwas auf. Das kann auch ein Dokument sein. Das Buch erscheint hier auch und das kann für dich wichtig sein. Und das bedeutet Wissen, Bildung oder du findest ein Buch für dich und das ist für dich eine wichtige Botschaft. Das Buch ist geschlossen und symbolisiert Geheimnisse. Etwas liegt noch am Geheimen, aber du hast die Schlüssel und du kannst es öffnen. Du erfährst in dieser Zeit die Wahrheit. Neben diesem Buch erscheint das Baum und das heißt, angekommen zu sein. Du wirst etwas erfahren oder ist dein Wissen dein Können und du hast das Gefühl, ja, das ist mein Thema, da bin ich angekommen. Das Baum symbolisiert noch etwas.
Gesundheitsthemen und diese Schlange, die Wandlung, aber auch die Heilung. Und du stellst auch Fragen, was soll das alles sein, was gerade diese Thematik betrifft. Diese Schlange kann auch eine Frau sein und du stehst mit dieser Frau in Verbindung und diese Frau vermittelt Wissen und du öffnest diese Tür, diese Chancen, diese Möglichkeiten, etwas Neues zum Erfahren. Das ist schon diese Verbindung. Wir betrachten noch diese Schlüssel, das symbolisiert auch Selbstsicherheit. Du lernst gerade sicher fühlen und hast diese selbstbewusste Auftreten und Handlungen. Außerdem, mit diesem Schlüssel kann man etwas öffnen und zeigt Offenheit. Mit diesem Schlüssel kann man auch etwas schließen und zeigt Verschlossenheit. Je nach Situation, sei diplomatisch. Wenn das angebracht ist, zeigt diese Offenheit. Und wenn das nicht angebracht ist, dann sei verschlossen und geheimnisvoll. Zweite Woche, Monat März. Die Sternenhimmel bringen dir Glück. Kann aber auch die Spiritualität bedeuten, wo du mit Herz und Seele dabei bist. Das Herz bedeutet nicht nur das, was du magst, was du liebst, sondern das ist eine Liebesangelegenheit. Und hier stehst du auch vor dieser Kreuzung. Du möchtest wissen, wie das weitergeht in die Liebe. Und du brauchst die Sicherheit und Stabilität. In Vergangenheit war im Arbeitsplatz Lügen, Intrigen, vielleicht sogar Mobbing, auch Unklarheiten, das ist vorbei. Du hast dich davon befreit. Und jetzt schauen wir an, was passiert dritte Woche, Monat März. Da kommen wichtige Gespräche auf dich, das bringt dir Glück, kommt auch eine Überraschung oder du verschönerst etwas. Dieser Berg ist noch eine Herausforderung, da sind noch Themen, Schwierigkeiten und neben diesem Berg, der Bär zeigt deine Kraft. Du fühlst dich noch kraftlos. Was dir fehlt, ist die Bewegung. Das zeigt dieses Schiff, aber auch die Reiter. Aber sind Einschränkungen da, zeigt diesem Turm. Und du fühlst du dich auch gefangen. Und ich würde sagen, das hat mit dieser Corona-Krise was zu tun, dass wir nicht so bewegen können, wie wir das möchten. Und dadurch fühlst du dich erschöpft und müde. Es ist alles unbeweglich. Dieses Schiff bedeutet aber nicht nur Bewegung, sondern symbolisiert die Hoffnung, die Wünsche. Dieser Wunsch nach Bewegung hast nicht nur du, sondern er auch. Er möchte auch etwas in Bewegung setzen. Und dann kommt der Reiter. Das kann eine männliche Person sein oder symbolisiert Bewegung. Es sind zwar Einschränkungen da, aber der Turm symbolisiert oft ämtliche Themen oder eine rechtliche Lage. Und da kommen die Neuigkeiten und kommt etwas in Bewegung. Letzte Woche, Monat März, das Haus, deine Wohnsituation und die Familie steht in Verbindung. Du wirst etwas verschönern, fühlst du dich auch glücklich. Etwas kehrt wieder zurück, hast du wichtige Gespräche, auch schöne Verbindungen. Alles ist liebevoll. Dann kommt die Sonne, die Lebenskraft, die Lebensenergie, die Ausstrahlung, aber auch die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ins Licht. Dein Seelenpartner erscheint hier auch, kommt auch Freundlichkeit oder besucht dich auch.
Es ist alles wundervoll, aber momentan schaut noch in eine andere Richtung und er beschäftigt sich mit seinen Themen und Problemen. Es ist unangenehm, sind auch Streitigkeiten, aber das geht zum Ende. Er will das auch beenden und sein Leben in Ordnung bringen. Liebe Arivea, so könnte ich Monat März beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.